Integrative Ernährung, ein Rezept, das wirkt. Einfach und effizient. Im Mittelpunkt der Mensch. Hier im Podcast Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Mit Dr. Claudia Nichterl. Die Zutaten: moderne Ernährungswissenschaft und Psychologie, traditionelle chinesische Medizin und natürlich Claudia. Und Action, hier ist Kost und Regie. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kost und Regie. Heute zum Thema zwischen Brot und Bauchschmerzen, die Wahrheit über Weizen und Gluten. Ich dachte mir, es ist wieder mal Zeit, über das Thema Brot oder noch viel besser über Weizen und Gluten zu sprechen. Was war der Anlass dazu? Ich habe kürzlich einen ganz lustigen Cartoon gesehen, wo eine Frau sagt, aber Weizen und Gluten machen ja gesunde Menschen krank, und der Batman steht ihr gegenüber und wischt sie so quasi aus dem Bild mit dem Satz, genug des Unfugs. Und da sehen wir schon, beim Thema Weizen und Gluten haben wir wirklich ja ein großes Dilemma, eine große Diskussionsbandbreite. Und ich dachte mir, es ist einmal ganz gut, da ein bisschen näher hinzuschauen. Was werde ich in dieser Folge machen? Ich werde mal erklären, was ist Gluten oder Gluten, wie immer du es aussprechen willst, und wie schaut es mit Weizen aus? Was ist auch so meine Erfahrung aus über 8000 Ernährungsberatungen, warum ich schon wichtig finde, das Thema ernst zu nehmen? Und wie immer in meinen Folgen ist natürlich ganz wichtig, was machen wir jetzt in der Praxis damit? Entweder für dich persönlich oder wenn du in einem Gesundheitsberuf tätig bist, wie kannst du nach dieser Folge schon wertvolle Infos weitergeben? Und wie immer geht es mir auch darum, dass du dich sicher und kompetent in allen Ernährungsfragen fühlst. Darum werden wir ein bisschen tiefer in dieses Thema eintauchen. Ja, spannend ist es schon. Über Jahrhunderte war der Weizen in unseren Breiten das Grundnahrungsmittel, und in manchen Gegenden der Welt ist Weizen noch immer ein Grundnahrungsmittel. Aber es mehren sich die Publikationen, die Influencer, die Geschichten darüber, dass Weizen ja angeblich so, so böse ist. Und das Böse im Weizen ist vor allem das enthaltene Gluten. Und schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was ist dieses Gluten oder Gluten? Du hast den Begriff sicher schon einmal gehört. Es ist ja seit Jahren ein großer Trend, sich gluten- oder glutenfrei zu ernähren. Und dieses Gluten ist genau genommen der Eiweißgehalt im Getreide. Also das ist quasi das Protein, also das, was ja auch den Nährwert vom Getreide erhöht. Die Eiweißversorgung ist ja auch vermehrt in aller Munde. Und das Eiweiß im Weizen oder auch in anderen Getreiden ist das Gluten. Und es gibt unterschiedliche Glutenstrukturen von der Chemie. Also wir haben zum Beispiel im Weizen die Glutenine, und dann gibt es auch noch die sogenannten Prolamine. Das sind andere Teilstrukturen vom Eiweiß, und da ist zum Beispiel das Gliadin im Weizen, das Sekalin im Roggen, das Hordein in der Gerste und das Arbenin im Hafer. Warum sind diese Begriffe wichtig? Die sind vor allem wichtig, wenn jemand die Krankheit Zöliakie hat, weil da wird dann ein bisschen genauer nachgeschaut, gegen welches dieser Prolamine ist eben der Körper empfindlich. Und erfreulicherweise gibt es Menschen mit Zöliakie. Das ist eine chronisch entzündliche Erkrankung im Darm, die muss man auch wirklich ernst nehmen. Aber es gibt Menschen, die zum Beispiel auf das Arbenin im Hafer nicht empfindlich sind. Das heißt, es gibt Zöliakie-Patientinnen, die Hafer vertragen, aber sie vertragen keine Gerste, keinen Roggen und keinen Weizen. Also deswegen ist es auch wichtig, dass man diese Details kennt. Was macht dieses Gluten oder dieses Protein im Getreide?
Es ist einerseits für die Teigfestigkeit verantwortlich und vor allem auch für die Backfähigkeit oder dass das Getreide gut zum Backen geeignet ist. Also das macht den Teig geschmeidig, es sorgt dafür, dass der Teig auch elastisch ist. Wenn du zum Beispiel einen Strudelteig machst, wir in Österreich machen ja sehr, sehr gerne Strudel und wir ziehen dann den Teig ganz dünn aus, so über die ganz große Tischplatte hat das meine Oma gemacht, dass man dann einen guten Apfelstrudel zum Beispiel machen kann. Und dieses Gluten, da geistern halt sehr, sehr viele Informationen herum und ich muss sagen, ich habe auch schon das ein oder andere nachgeplappert, ohne dass ich wirklich seriöse Informationen hatten. Also was geistert da immer so herum? Ja, heute ist ja der Glutengehalt viel höher als früher in den Getreiden, weil da wurde ja gentechnisch und züchtungstechnisch verändert. Und das sind immer Dinge, die halt so herumgeistern, nachgeplappert werden. Wie gesagt, ich bin da auch nicht frei von jeder Schuld. Und wenn man aber jetzt die Zahlen nochmal genauer anschaut, und ich habe mir mal Daten rausgesucht von einem Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung vom Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie. Und das sind Zahlen aus dem Jahr 2020. Da wurden 60 Weizensorten analysiert und da wurde festgestellt, dass die modernen Weizensorten eigentlich etwas weniger Eiweiß enthalten als alte Weizensorten und dass der Glutengehalt über die letzten 120 Jahre sehr konstant ist. Aber, und hier kommt jetzt das große Aber, die Zusammensetzung der unterschiedlichen Varianten vom Gluten hat sich verändert. Und diese sogenannten Gliadine, also der Teil im Weizen, der eben als kritisch gesehen ist, der ist sogar um 18% gesunken und der Gehalt der Glutenine, die vor allem für die Backqualität verantwortlich sind, der ist um 25% angestiegen. Also auch da, wenn wir die Zahlen anschauen, ist es gar nicht so schlimm, wie das immer so im populärwissenschaftlichen Sprech dargestellt wird. Und das bestätigt im Großen und Ganzen, was ich immer auch so vom Hausverstand her sage. Ich sage das immer in meinen Vorträgen, auch in meinen Beratungen. Es ist nicht der Weizen schuld, sondern es sind wir Menschen daran beteiligt, dass wir vielleicht ungünstige Essentscheidungen treffen. Das heißt, der Weizen ist nicht so viel anders wie früher, aber was sich massiv verändert hat, ist, wir haben viel mehr Weizen auf dem Tisch als früher. Das heißt, in der Früh gibt es irgendein Weizengebäck oder Brot, zum Mittag gibt es die Nudeln aus Weizen und am Abend gibt es vielleicht die Pizza aus Weizen. Das heißt, wir Menschen, wir treffen Essentscheidungen, die ungünstig sind. Und was auch noch dazu kommt, das Brot und Gebäck, der Pizzateig von der Tiefkühlfertigpizza, das ist nicht mehr der Weizen pur. Wenn wir ein industriell hergestelltes Brot oder Backwaren zu uns nehmen, enthalten die bis zu 200 Substanzen, die großteils nicht deklariert werden müssen. Und zwar geht es da um technische Hilfsmittel, um Enzyme, um einfach Zutaten, die die Teigführung verkürzen, die die industrielle Verarbeitung von Teigen verbessern. Die müssen nicht deklariert werden, weil in der Lebensmittelchemie sagt man, das sind Enzyme. Und wenn dann der Teig, also durch die Teigführung, durch das Backen, werden ja diese Enzyme verarbeitet. Und aus meiner Sicht, und das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber das ist Hausverstand pur, macht das einen Riesenunterschied. Ob ich jetzt ein Brot habe, so ganz klassisch, dass ich sage, ich nehme ein Mehl, ich nehme Wasser, ich nehme einen Sauerteig, ich nehme Salz und ich nehme Gewürze, das sind 5 Zutaten. Oder ob ich ein industrielles Produkt habe mit bis zu 200 Zutaten, wo kein Mensch weiß, wie unser Körper darauf reagiert und wie wir vielleicht auch Wechselwirkungen haben. Vor allem, wenn wir dann auch noch Süßstoffe zu uns nehmen, Farbstoffe und Konservierungsmittel.
Also ich glaube, das ist das Super-GAU für unsere Magen-Darm-Schleimhaut und deswegen haben wir so viele Probleme. Also wenn wir das Thema Gluten anschauen, rein wissenschaftlich, wenn wir die Getreide analysieren, hat sich da nicht so viel verändert. Und was auch noch spannend ist, was die meisten nicht wissen, Dinkel enthält mehr Gluten als Weizen, aber komischerweise vertragen die Menschen den Dinkel besser. Und da ist auch die große Frage, wie weit ist auch unsere Meinung, unsere Einstellung, unsere Psyche, unsere Erwartungshaltung, der Placebo-Effekt, wie weit auch der daran beteiligt ist. Also das sind einmal so Fakten. Trotzdem haben wir das Problem, dass ganz viele Menschen Verdauungsstörungen haben, wenn sie vor allem Brot und Gebäck zu sich nehmen. Und woran könnte das liegen? Integrative Ernährung ist da super, weil wir auch da eine Erklärung dafür finden. Brot und Gebäck sind durchaus Zutaten, die sehr trocken sind. Und wenn du dich mit der TCM schon einmal beschäftigt hast, wir denken immer in Yin und Yang. Yin sind so die Körpersäfte und Yang ist so die Körperkraft, die Energie und Dynamik. Wenn wir den ganzen Tag trockene Zutaten zu uns nehmen, in der Früh ein Brötchen, ein Toastbrot vielleicht, am Abend die Pizza, dann ist das keine Nahrung, die eine Säftebildung in unserem Körper fördert und sie liegt uns auch sehr trocken, schwer, krümelig, wie ein Stein, schwer verdaulich im Magen. Stell dir einfach einmal vor, du isst 2 Käsebrote am Abend, wie sich das anfühlt und stell dir vor, du isst eine Gemüsesuppe oder einen Gemüseeintopf, ein Gemüsecurry am Abend. Allein wenn du da in Spüren gehst, wirst du den Unterschied schon spüren. Und wenn du zur Suppe dazu ein Käsebrot isst, ich sage immer, damit das Brot ein bisschen in der Suppe schwimmen kann, hat das auch schon einen ganz anderen Effekt auf deinem Körper. Warum bin ich so überzeugt davon, dass dieses Thema trockene Mahlzeiten der Auslöser für die Beschwerden sind? Weil ich das hunderte Male gesehen habe, dass Menschen mit Verdauungsbeschwerden auf einmal beschließen, sie wollen sich glutenfrei ernähren. Das heißt, sie kaufen glutenfreies Brot oder essen Reiswaffeln und die Beschwerden werden aber nicht besser. Warum? Weil es noch immer ein trockenes Brot ist. Und was auch sehr spannend ist, weil es nämlich viele Menschen nicht wissen, Couscous und Bulgur entsteht auch aus Weizen, aber wenn Menschen Gemüsecurries, Gemüseeintöpfe essen mit Couscous und mit Weizen, haben sie keine Beschwerden. Da geht es ihnen sehr, sehr gut. Das heißt, es ist nicht der Weizen, sondern es ist die Zubereitung. Es ist dieses trockene, harte, getoastete. Und da muss ich jetzt einmal meine ganzen TCM-Kolleginnen einmal ein bisschen in Pflicht nehmen. Ja, getoastetes Brot ist bekömmlicher, weil es jetzt nicht mehr so feucht und so batzig ist, was immer ein bisschen für unsere Verdauungskraft herausfordernd ist. Aber ein trockenes Brot ist auch nicht bekömmlich für Menschen, die einen starken Yin-Mangel haben. Also ich sage mal alle so ab 40, wo wir alle schon ein bisschen ausgetrocknet sind, wenig Yin haben, die Neigung haben, dass wir ein bisschen in die Hitze gehen und ja, gerne ein getoastetes Brot, aber bitte iss eine Suppe oder einen Eintopf dazu. Und wenn du in der Früh mal ein süßes Toastbrot isst, dann iss ein Schüssel Kompott dazu, Apfelkompott, Birnenmus, was auch immer. Aber achte darauf, dass diese trockenen Brotmahlzeiten ein bisschen was Saftiges bekommen, damit du es leichter verdauen kannst. Also das einmal zum Thema Gluten. Und was zusätzlich zum Gluten im Getreide auch immer noch ein Thema ist, sind die sogenannten ATIs. ATI ist eine Abkürzung für Amylase-Trypsin-Inhibitoren.
Das sind quasi Inhaltsstoffe im Getreide, die natürlicherweise enthalten sind. Das ist sowas wie ein natürlicher Fressschutz gegen Ungeziefer, gegen Käfer. Das heißt, wenn ein Käfer das Weizenkorn knappert, dann sorgen diese ATIs im Getreide dafür, dass Amylase und Trypsin, das sind Verdauungsenzyme, die sowohl wir Menschen in unserem Körper haben, als auch die Käfer. Und Inhibitor bedeutet, es wird gehemmt. Das heißt, diese Verdauungsenzyme werden gehemmt. Du kannst dir das so vorstellen, wenn eine Maus oder ein Käfer an unsere Vorräte gehen und Getreidekörner knabbern, dann kriegen sie Bauchschmerzen, weil ihre Verdauungsenzyme gehemmt werden und dann tut ihnen das nicht gut und dann wollen sie nicht mehr davon essen. Da unser Körper, der menschliche Körper, auch Amylase und Trypsin als Verdauungsenzyme produziert und auch benötigt, wenn jetzt sehr viel ATIs, Amylase-Trypsin-Inhibitoren im Getreide sind, dann spüren wir das auch bei der Verdauung. Das heißt, wenn wir sehr viel Getreide zu uns nehmen, wo diese ATIs drinnen sind, haben wir Verdauungsbeschwerden. Und da ist dann immer die Frage, hat sich auch dieser ATI-Gehalt verändert? Und da muss ich mich selber jetzt auch in die Pflicht nehmen. Ich unterrichte ja seit vielen Jahren und mein Wissensstand, den ich aus einem Buch vom Dr. Ledochowski hatte, war auch immer, dass sich dieser ATI-Gehalt erhöht hat in den letzten Jahren. Aber jetzt habe ich mal auch eine Studie herausgesucht und Daten aus dem Jahr 2021 und da kommt raus, dass dieser ATI-Gehalt nicht verändert ist. Allerdings gibt es Sorten, also es gibt Getreide, die haben von Haus aus ein bisschen mehr ATIs und dann gibt es welche, die haben weniger. Und das Spannende ist, alte Weizenarten, wie der Dinkel oder der Emmer, die gehören zur Weizenfamilie, die haben teilweise sogar höhere ATI-Gehalte als der moderne Weizen. Und dann gibt es auch das Einkorn, das ist beinahe ATI-frei. Das heißt, Einkorn ist eine sehr, sehr gute Alternative für Menschen, die so diese Glutensensitivität haben, die einfach sehr empfindlich auf Getreide sind. Also das ist jetzt auch für mich so ein neuer, guter Wissens- und Erkenntnisstand, der sich durchaus auch bestätigt hat, weil ich das immer wieder höre, dass Einkorn sehr, sehr gut vertragen wird. Dinkel oder Emmer, wie gesagt, hat einen höheren Glutengehalt und höhere ATIs, wird aber auch gut vertragen. Möglicherweise ist es auch diese positive Einstellung zu diesem Getreide und vielleicht ist es auch die andere Zubereitung oder jemand, der in der Lage ist, mit Dinkel und Emmer zu kochen, hat wahrscheinlich auch mehr Erfahrung in der Küche, bereitet sich mehr frische und gekochte Mahlzeiten zu und deswegen sind vielleicht auch weniger Beschwerden da. Es ist wie so oft auch bei Studien oder Annahmen ist immer die Frage, gibt es eine Kausalität, einen wirklichen Zusammenhang und das ist gerade beim Essen, bei Verdauungsbeschwerden durchaus oft ein bisschen komplex und herausfordernd. Das heißt, da macht es auf jeden Fall Sinn, auch einmal Ernährungsprotokoll zu führen, wirklich mit einer Ernährungsfachkraft einmal genauer hinzuschauen. Und wie gesagt, aus meiner Erfahrung ist es eher die Art der Zubereitung, dass eben ein Weizenbrot oder eine Weizenpizza, die löst Verdauungsbeschwerden aus. Und wenn ich aber Weizen-Couscous oder Weizen-Bulgur in einer Gemüsesuppe in einem Eintopf esse, habe ich überhaupt keine Beschwerden. Also meine Erfahrung und mich interessiert auch, wie deine ist, sowohl deine persönliche, als auch wenn du mit Menschen arbeitest und sie berätst, ob du das auch bestätigen kannst. Also mich interessiert immer, wenn wir einen Austausch haben, das heißt schreib mir, kommentiere auf Social Media, wie geht's dir mit Gluten und Weizen? Wie siehst du diese Thematik? Und noch einmal zur Zusammenfassung, für mich ist ganz entscheidend die Art der Zubereitung. Und natürlich auch, dass man nicht dreimal am Tag
Weizen oder Gluten zu sich nimmt. Also ich bin ein großer Fan davon, möglichst viel Abwechslung zu haben. Und ich würde mal sagen, von 7 Tagen in der Woche habe ich sicher 2 oder 3 Tage, wo ich mich komplett glutenfrei ernähre, weil ich halt auch Kartoffeln esse und Reis und Hirse, generell wenig Brot esse. Und das ist auch der Weg, den ich empfehle, dass ich sage, ja, ein bisschen Gluten reduzieren, aber man muss jetzt nicht 100% glutenfrei leben, schon gar nicht, wenn man gesund ist. Was auch noch ganz interessant ist, und diese Zahlen möchte ich da auch noch sagen, zum Thema, ist Weizen so böse? Ich habe mal angeschaut, den Weizenverzehr pro Kopf in ausgewählten Ländern und wie das mit dem Übergewicht ist. Es heißt ja immer, ja, wer viel Weizen isst, wird übergewichtig. Und auch da ist es nicht mit der Kausalität, wer viel Weizen isst, isst vielleicht auch viel Kuchen und da ist dann auch Zucker drinnen und mehr Fett und man isst vielleicht auch weniger Obst und Gemüse, weil man mehr Pizza isst. Also es ist immer ganz wichtig, gibt es eine Korrelation, gibt es eine Kausalität, also da muss man ein bisschen genauer hinschauen bei den Studien. Und was ich sehr interessant finde, so Länder, wo ein bisschen anders gegessen wird wie bei uns, also wo noch nicht so viel Industrienahrung auf den Tisch kommt, wie zum Beispiel Aserbaidschan, Tunesien oder Marokko, die haben einen sehr hohen Konsum von Weizen pro Kopf. Also Aserbaidschan steht da ziemlich an der Spitze. Da essen die Menschen pro Kopf 200 Kilo Weizen pro Jahr. In Tunesien 196 Kilo Weizen und in Marokko 188 Kilo Weizen pro Jahr. Und die Übergewichtsrate ist zum Beispiel in Aserbaidschan unter 20%. Was meine ich damit Übergewicht? Einen Body Mass Index von über 30. Und wenn wir uns dann Deutschland anschauen, wir haben in Deutschland Zahlen von 88,6 Kilo Weizen pro Jahr. Also viel weniger als die Hälfte, 88,6 Kilo im Vergleich zu 200 Kilo. Und wir haben aber da eine Übergewichtsrate von 22,3%. Also das ist höher, obwohl wir weniger Weizen in Deutschland essen. In den USA ist es ganz arg. Die konsumieren etwa 84 Kilo Weizen pro Jahr, haben eine Übergewichtsprävalenz von 36%. Also auch da sieht man, es ist nicht der Weizen schuld am Übergewicht, sondern das ist ein multifaktorielles Thema. Da spielen ganz andere Sachen noch hinein. Also insofern möchte ich abschließend sagen, dass mit Weizen und mit Gluten ist ein bisschen komplexer. Es ist nicht der Weizen schuld, es ist nicht das Gluten schuld, sondern es ist oft die einseitige Auswahl von uns Menschen. Und es ist die Art der Zubereitung. Was aber noch wichtig ist, es gibt Menschen, die sind empfindlicher. Es gibt etwas, das nennt sich Weizensensitivität oder Glutensensitivität. Und wenn du wirklich spürst, dass zum Beispiel auch nach dem Verzehr von Couscous noch Bulgur, nach bekömmlichen Mahlzeiten, dass du Symptomverschlimmerungen hast, dass es dir nicht gut geht, dann lass es einfach einmal weg. Und was ich auch in der Ernährungsberatung immer wieder mache und was ich auch in der Ausbildung meiner Studentinnen beibringe, ist bei akuten Magen-Darm-Beschwerden, Reizdarmsyndrom, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Blähungen ständig, dass man wirklich einmal 10 bis 14 Tage glutenfreie Ernährung empfiehlt. Das hat auch den Vorteil, dass auf einem Schlag einmal alle Brot- und Gebäckmahlzeiten eliminiert werden, dass die Menschen lernen, sich Suppen, Eintopfe, bekömmliche, schnelle Hirsegerichte zuzubereiten oder ganz schnell was mit Reis oder Reisnudeln einmal. Da gibt's ja wirklich schnelle, einfache Rezepte. Und dass man dann wirklich nach 3, 4 Tagen schon merkt, ob sich was verändert.
Und das möchte ich da auch noch mitgeben, wenn du therapeutisch tätig bist und zu dir kommen Menschen, die sagen, sie ernähren sich schon ein Jahr glutenfrei und sie haben aber noch immer die oder die Beschwerden. Da ist eine meiner wichtigsten Fragen, dass ich sage, naja, warum ernähren sie sich glutenfrei, wenn die Beschwerden nicht besser wurden? Also jede Maßnahme, die nicht binnen 3, 4 oder spätestens 14 Tagen eine massive Verbesserung bringt, dann braucht man diese Maßnahme nicht einhalten. Also bitte keine unnötigen Einschränkungen, wenn sich dadurch nichts verbessert. Einschränkungen machen immer Stress. Einschränkungen haben immer die Gefahr, dass man in einen Nährstoffmangel rutscht. Und deswegen sehe ich das sehr, sehr kritisch, wenn sich gesunde Menschen glutenfrei ernähren, ja, weizenfrei. Es ist durchaus möglich, also man muss jetzt nicht unbedingt den Weizen essen, wenn man stattdessen Dinkel, Hirse, Hafer, Gerste, wenn all diese Dinge dabei sind, das ist völlig okay. Es mag ja auch nicht jeder die Hirse. Aber unnötige Einschränkungen vermeiden und vielleicht auch schauen über die Zubereitung, über das Würzen, über das saftig, suppig, andere kochen, das Verdauungssystem zu unterstützen. Ja, ich hoffe, es waren aber wichtige Tipps für dich dabei. Als kleines Geschenk kannst du dir auch auf meiner Website www.integrative-ernährung.com/kostprobe ein gratis Online-Training runterladen. Das sind Rezepte ohne Weizen, ohne Gluten dabei. Und ja, hol dir das und probier es aus. Schreib mir, kommentiere. Ich freue mich auf einen Austausch, wie du das siehst mit Weizen und Gluten. Also im Sinne von Batman, Schluss mit dem Unfug. Ich hoffe, dass du jetzt ein paar mehr Hintergrundinformationen hast, dass du dich jetzt sicher und kompetent bei Beratungen fühlst. Und wenn dir noch eine Info fehlt, schreib mir, dann mache ich gerne noch eine weitere Podcast-Folge dazu. Alles Liebe und möge es deinem Bauch gut gehen und du weniger Fragezeichen im Kopf haben zum Thema Weizen und Gluten. Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben. In der nächsten Folge von Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Und auch auf integrative-ernährung.com/kostprobe. Hier findest du Dr. Claudia Nichterls Akademie für integrative Ernährung und mehr. Zum Beispiel, welchen Background Claudia hat, wie ihr eigener Weg war, was das alles mit der Lindenstraße und Mexiko zu tun hat. Na, neugierig geworden? integrative-ernährung.com/kostprobe